In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du ein Foto als Vorlage für eine Zeichnung benutzen kannst. Und zwar gehe ich hier vor dem Importieren zuerst einmal auf diese Ebenenpalette. In der Gratis-Version, obwohl es so dargestellt wird, haben wir leider nicht die Möglichkeit, zusätzliche Ebenen einzufügen. Wir müssen also mit der Zeichnungsebene und der Hintergrundebene, die eben fürs Papier gebraucht wird, auskommen. Ich wähle jetzt mal diese Papierebene. Übrigens, wenn du da auf das Zahnradsymbol tippst, siehst du, dass du auch die Papierart ändern kannst. Ich brauche häufig das Häuschenmuster, um eben schöne gerade Linien zu machen. Man kann das jederzeit wieder rückgängig machen, indem man auf keine Körnung tippt und dann sind die Häuschen wieder weg. Ja, und in diese Ebene soll nun das Foto kommen und als Grundlage dienen. Jetzt tippe ich auf die drei Punkte und importiere das mal und wähle in diesem Fall Foto, wähle dieses Bild des Palmenstrandes, mache es etwas kleiner, indem ich die Finger zusammenziehe, vielleicht etwa so, und bestätige mit OK. Du siehst, wenn ich nochmals auf die Ebenen tippe, es ist jetzt also zu hinterst, das wird am Schluss dann auch wieder gelöscht. Jetzt wähle ich die obere Ebene und in dieser zeichne ich nun. Ich wähle mal nochmals diesen Filzstift und zwar den in der kleinsten Größe. Es soll ein relativ grobes Bild werden, so Clipart-mäßig. Und jetzt zeichne ich das einfach nach. Wichtig ist, dass diese Konturen immer vollständig gezeichnet werden, also dass sie am Schluss geschlossen sind. Du siehst dann gleich warum. So, jetzt bin ich mehr oder weniger fertig. Wenn ich jetzt nochmals auf die Ebene gehe und das ausblende oder am besten gleich, ich brauche sie eigentlich nicht mehr, lösche, also keine Körnung und schon ist meine Vorlage weg. Jetzt muss ich noch ein bisschen nachbessern und zwar ist wichtig, dass alle Flächen, hier sehen wir so eine, geschlossen sind, dass also nirgends mehr Lücken da sind. Gewisse Dinge kann ich vielleicht auch nochmals mit dem Radiergummi ein bisschen klarer machen. Ja, vielleicht etwa so. Ich ziehe jetzt das Ganze ein bisschen zusammen, damit ich das ganze Bild sehe, weil was ich als nächstes machen möchte, ist die Horizontlinie zu ziehen. Die soll nun ganz gerade sein und da lasse ich mir helfen vom Maßstab. Den kann ich an einem beliebigen Ort ziehen, vielleicht etwa so, und dann mit dem Filzstiftwerkzeug bis ganz an den Rand hinausziehen. Da ziehen wir uns gleich durch bis zum Stamm und anschließend weiter. Und dann die Strandlinie, die muss jetzt nicht so genau sein. Die ist so leicht gekrümmt. Und jetzt komme ich auch wieder zum Nachtisch. Da kann ich jetzt die entsprechenden Flächen füllen. Wieder mit dem Musterwerkzeug. Wähle eher einen blasseren Ton und diesmal so dieses blasse Blau und tippe mal ins Meer. Bei der Hängematte mache ich das noch etwas blasser.
Und für die Palmblätter ein sattes Grün. Kleine Lücken, die jetzt noch fehlen, die kann ich auch nachträglich noch schließen, indem ich dann zum Beispiel eben das Lasso-Werkzeug nehme und hier diese Flächen einfach überfahre. Ja, du siehst, es ist ein wirklich praktisches Mittel, um vereinfachte Zeichnungen mit einer Vorlage zu machen. Natürlich könnte man das jetzt noch weitertreiben und Schattierungen oder Schatten reinziehen, beispielsweise wiederum mit diesem Lasso-Werkzeug und dann vielleicht wieder eher einen Blau- oder Grauton und so eben diese Kontur nachzeichnen.